Ja, moin, mein Name ist Nico der Profi. Willkommen zurück zu Let's Play Ark Storytime. Wir müssen die Musik leider ausmachen. Ich weiß nicht, ob das Copyright Music ist. Und es könnte einen Strike geben oder Copyright geclaimed werden, was beides nicht so schön ist für mich. Das ist ein Meat-Spoiler. Ja, den macht man an, da packt man Fleisch rein. Das vergammelt dann Fleisch in dem Rhythmus. Damit es alles ein bisschen schneller geht. Wir mussten nämlich vorhin im Stream, wir haben gestreamt. twitch.tv/Nico der Profi, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da muss man ein bisschen Narkosemittel herstellen und Zement. Aber für Zement brauchen wir kein Narkosemittel, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird der aufmerksame Zuschauer, die aufmerksame Zuschauerin unter euch festgestellt haben, dass wir so ein bisschen die Location geändert haben, beziehungsweise gewechselt haben. Das wird jetzt hier die neue Base sein, ja? Wir sind am grünen Obelisken, am grünen Orbit, am grünen Beacon, wie auch immer man das nennen möchte. Das hat für uns folgende Vorteile. Zum einen, naja, wir müssen mit den Dinos nicht weit, um einen Bosskampf zu machen. Und zum anderen, haben wir es nicht weit zu unseren ganzen Items, die hier drin liegen, und auch nicht zu unseren Dinos, die wir noch haben, die wir nach und nach alle rausholen werden. Den Quetz können wir nämlich schon mal rausholen, den brauchen wir heute. Wir haben außerdem noch einen neuen Para, das ist der Joker. Das ist aktuell das Oster-Event und ja, ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen, ist der Joker, ist ja klar. So, wir machen mal jetzt eben der Werkbank folgendes. Und zwar brauchen wir einen Sattel und wir brauchen einen Quetz-Sattel. Dafür haben wir alles hier drin eigentlich. Eigentlich können wir doch alles rüberziehen, warum lässt mich das Spiel nicht? Fasern, Leder, Zement. Mal wieder mich jetzt hier verarschen. Zement haben wir doch hier. Wenn das mal alles immer funktionieren würde. Fasern haben wir da. Was brauchen wir noch? Leder. Ja, da haben wir doch auch genug von. Moment. Der ganze Saber ist doch voll mit dem Zeug. Hier. Hallo, habe ich es drüben? Ja, sehr schön. Übrigens, den nochmal ins Licht gestellt. Da leuchtet es jetzt nicht so schön. Leuchtet nicht so schön, ist eigentlich ein bisschen auch pink. Ist egal. Machen wir weiter. Das Leder reicht nicht. Kleinen Moment bitte. Zusätzlich, das sollte doch reichen. Auf zurück in die Base. Oh, der Terry ist ein bisschen sauer. Was macht denn der Dilo? Da ist er bescheuert oder was? Junge, der ist ja komplett auf Selbstmord getrimmt gewesen, der Dilo. Holy. Können wir doch den Quetzsattel bauen? Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir auch mal zu dem Punkt. Was ist das für eine Einladung hier heute eigentlich? Gar keine, nämlich. Wir kommen zu dem Punkt. Und zwar brauchen wir jetzt einen Quetzsattel, damit wir uns einen Mammut aus dem Schneebiom ziehen können. Und dann können wir uns nämlich einen Mammut zähmen, hier vor Ort, und können noch ein paar Sachen bauen. Also, beziehungsweise wir können einfach Holz farmen. Das ist der sehr, sehr große Vorteil, den wir dann haben. Denn wir haben ja hier noch, das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, hier, geh weg bitte. Entschuldigen Sie bitte. Mach auf. Hallo. Geht doch. Wir haben ja hier noch einige Sachen, die aufgestellt werden müssen, wie der Stromgenerator, der Industriegrill, Kühlschrank, bla 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 bla. Dafür brauchen wir ein paar Fundamente und ich habe keinen Bock, das alles per Hand zu farmen, beziehungsweise das würde wahrscheinlich auch gehen. Jetzt, wo ich mal die Erntemenge hochgeschraubt habe und das nicht mehr vergessen habe. Aber deswegen, let's go, wir holen uns ein Mammut. Ich werde einfach mal irgendein Mammut nehmen, was wir jetzt kriegen können. Da vorne ist schon eins. Ich habe nicht mal ein Fernglas dabei, fällt mir gerade auf. Naja, wir nehmen jetzt einfach eins raus, beziehungsweise wenn wir nahe genug rangehen, können wir ja sehen, welches Level das hat. Richtig. Ich sehe gar nichts. Ihr nehmt es mit. Was soll's. Wenn es Level 2 ist, ist es halt so. Das würde uns immer noch... Nimm mal deinen Rüssel da weg, verdammt nochmal. Das würde uns immer noch reichen, um jetzt hier ein paar Sachen zu farmen. Das wird schon. Und müssen jetzt mal eben kurz gucken, wo wir das Mammut am besten hinpacken, damit es uns nicht... Hallo, entschuldigen. Lass mich bitte los. Entschuldigung, ja? Danke. Wir müssen kurz gucken, wo wir es hinpacken, damit wir es abschießen können, damit wir das auch zähmen. Das Problem ist, glaube ich, ich habe 20 Pfeile dabei. So, die legen wir erstmal rein. Ich hoffe, dass die ausreichen. Ich habe jetzt das Fernglas und so nicht mit dem Torpor. Ist aber kein Problem. Wir droppen das mal eben einmal. Da auch noch ein Raptor hier. Können wir gerade gar nicht gebrauchen. Versuchen wir mal kurz mit dem Quetz fertig zu machen. Los, Quetzi, let's go. So, wo ist das Mammut jetzt? Kann man doch nicht übersehen. Das ist doch riesig. Mammut, hier lang. Suchen wir unser Bestes einfach. Das waren 3 Betäubungspfeile. Das Ding ist umgekippt. Sehr schön. Da brauchen wir nicht mal mehr die Musik, die sich gewünscht wurde im Stream. So, wir kommen schon. Wir kommen schon mit ein paar Beeren für dich. Du bist Level 12. So weit lag ich dann doch nicht weit weg. So weit lag ich dann doch nicht weg. Let's go. So, wir machen in der Zwischenzeit schon mal den Mammutsattel, weil dann können wir nämlich gleich schon mal loslegen. Habe ich mir den schon erlernt? Nope. Dann lernen wir den doch einmal. Das war das. Sehr schön. Saber Moon, bitte folgen Sie mir. Wir müssen zum Mammut, das schon gleich aufstehen sollte. Wir sind ja wieder im Singleplayer und da sind die Einstellungen natürlich wieder Singleplayer-Einstellungen. Dementsprechend geht das hier alles relativ fix, auch mit dem 10. Naja,
relativ fix. Schneller als sonst, oder? Dann haben wir nochmal die Zeit, einmal hier in ganzer Pracht Saber Moon anzuschauen. Schick. Fürs Oster-Update quasi. Hält 24 Stunden einfach so ein Osterei da verfüttern und gut ist. Verdammt, was war? Warum? Warum das denn? Ich wollte gerade Wasser holen. Warum ist er denn unten? Mit wem hat er denn gekämpft? Und warum? Der war doch oben eben. Was? Hä? Den brauche ich gleich zum Farmen. Was ist denn mit euch verkehrt da unten? Ich nerv eh schon die ganze Zeit. Ich muss eigentlich nur noch das Wasser holen. Jetzt reicht's. Schlüssel mit lustig. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du blöder Dino vorher reinkommst. Ist aber Feierabend hier, Freunde. So, haben wir es auch mal. Was ist mit dir? Bist du tot oder lebst du noch? Ja, Level 16 Moshops ist tot irgendwie. Können wir hier rausziehen. Ehrlich. Karnevalsverein hier. Also, warum ist denn der unten gewesen? Aus welchem Grund? Darf ich nicht. Naja, lebt aber noch. Also ein drittes Leben, das geht jetzt auch hoch. Aber trotzdem, was ist denn mit dir los gewesen? Warum bist du denn abgehauen? Also verstehen muss ich das nicht heute. Mammut ist da. Sehr schön. Habe ich den Sattel im Inventar? Habe ich den... Nein, ich habe ihn nur gecraftet, um ihn dann in der Werkbank liegen zu lassen. Er ist nicht in der Werkbank. Wo ist dieser blöde Sattel hin? Vielleicht werde ich hier fuchsig, Leute. Also wirklich, wo ist denn jetzt der Sattel? Wer hat denn jetzt diesen blöden Sattel? Craft ich halt einen neuen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich doch eben einen gecraftet habe. Wahrscheinlich siehst du nochmal in der Aufnahme, wo der dann hingekommen ist. Oder es ist wieder so eine Geschichte, dass das Inventar verbuggt ist, der mir jetzt nicht angezeigt wird und dann aber beim nächsten Einloggen angezeigt wird. Beziehungsweise beim nächsten Mal laden der Map. Ich packe ihn jetzt in mein Inventar. Er liegt in meinem Inventar. Ich schließe mein Inventar und laufe jetzt rüber zum Mammut. So, wir öffnen das Inventar am Mammut, packen den Sattel auf das E und sehr schön. So, jetzt packen wir nochmal ein Ei hier rein. Einmal kurz angucken. Ja, schick, schick. Wieder ein bisschen, aber kein Problem. Wie kann ich es nicht verwenden? Ist das das Falsche? Ich mache mir Inneneier. Einmal, schade. Ich dachte, das wäre ein Ovi-Ei. Na gut, los, wir gehen farmen. So, wollen wir mal den ganzen Wald hier niedermachen? Warum wir das Ganze jetzt machen? Um das nochmal für alle klar zu machen, weil ich bin natürlich immer sehr hektisch und schnell beim Sabbeln. Wir wollen uns ja vorbereiten auf die nächste Höhle. Und die nächste Höhle wäre entweder die Unterwasserhöhle oder die Eishöhle. Dafür müssen wir erstmal züchten. Wir haben ja das Material da zur Zucht. Was ist denn das für ein Gewicht hier beim Junge? 600, das trage ich ja mehr. Schon wieder abgekommen vom Thema. Auf jeden Fall, das wäre ja die Wasserhöhle. Oder die Eishöhle. Was habe ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir uns darauf vorbereiten und dementsprechend brauchen wir jetzt hier auch eine kleine Base, die wir aufbauen können, damit wir auch züchten können. Und ich habe mich eben dazu entschieden, das hier am Bieten zu machen, weil wir dann einfach schneller überall sind, beziehungsweise einfach alles vor Ort haben und dann nicht viel rumhühnern müssen. Für mich ist es nämlich ein sehr großes Anliegen, dass wir diese dämliche Eishöhle schaffen, weil die letzten Endes auch mit dafür gesorgt hat, dass ich gar keinen Bock mehr auf der Ark hatte, weil das Ding hat mich so komplett auseinandergenommen. Das war gar nicht mehr schön. Wir bauen jetzt mal hier in der Zeit ein paar Fundamente hin, damit die ganzen Gerätschaften hier auch hin können, damit es auch endlich losgehen kann. Weil das ist erstmal das Ziel, dass wir hier einigermaßen safe sind. Vorne muss noch ein kleines Tor hin, damit uns da auch keine böse Überraschung ereilt. Aber ansonsten ist dieser Spot halt echt optimal momentan für uns. Das war, glaube ich, sehr genuschelt. Ich meine optimal momentan für uns. Ich zeige euch das nochmal kurz. Also es gibt hier einen Eingang vorne, der nach unten führt zum Wasser. Und ansonsten gibt es hier eben nur einen Übergang. Und das ist hier folgender. Ansonsten kommt man hier gar nicht rein. Und das ist sehr viel ansonsten. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir ansonsten nochmal schauen, dass wir am besten ansonsten nochmal weiterkommen. Wie gesagt, sonst kommt man hier gar nicht hoch. Es gibt eben nur diesen einen Zugang, den werden wir dicht machen. Und da kann uns eben nichts reinfallen in die Base. Es könnte sein, dass wir die Schneehülle nicht auf Server-Einstellungen alleine schaffen. Dann bleiben wir in den Singleplayer-Einstellungen, weil wie gesagt, die Höhle hat mich komplett auseinandergenommen. Also ich war wirklich chancenlos. Ich bin einfach direkt am Anfang gestorben. Hab alles an Material verbrannt, was wir an Material hatten. Dementsprechend gibt es diesmal eine bessere Vorbereitung. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir in den Singleplayer schon bleiben. Aber es ging ja darum, dass hier unterhaltsame Videos bei rumkommen und dass wir die Story von Ark zeigen. Und das tun wir dann trotzdem. Ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf und hoffe, dass es bald losgeht. Ich fieber entgegen. Ich fieber dieser Höhle entgegen. Ich will sie endlich fertig machen. Ich will alles, was da drin ist, fertig machen. Ich will die ganze Höhle einfach. Ich will, dass sie platt ist. Ich gehe da rein, mach die zu. Dann ist sie kaputt und dann geht da nie wieder jemand rein. Nehmen uns drei Artefakte raus und gut ist. Diese elendige Höhle. So, mal gucken, ob die Fläche jetzt hier irgendwie einigermaßen groß genug ist. Wir holen mal das Riesenteil erstmal. Ja, das passt drauf. Da können wir hier direkt an der Kante stellen. Ne, warte mal, wie machen wir das? Sieht halt natürlich alles auch ein bisschen blöd aus. Ist das hier, das ist nicht S Plus, das ist normal, ne? Das habe ich umgewandelt vorher alles. Wurde mir empfohlen, weil das sonst blöd ist. Das wandeln wir jetzt mal zurück um. So, klein, aber fein. S Plus Konverter. Rein mit dem Ding. Select ein Item. Upp, S Plus. Sehr schön. Nicht, dass ich da gleich stehe und das Ding nicht mehr hochgehoben kriege. Sehr blöd. Junge, das ist komplett schräg einfach. Ach, das machen wir richtig. Wenn, machen wir das richtig.
Man kennt ihn. Schöne Leiter einmal ran. Das Ding nehmen wir wieder auf. So, der kommt jetzt auch gerade, der Ardo. Jetzt kommt er gerade. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Ja, komm, dann können wir drüber hinwegsehen. Das ist okay. Sehr schön. Die Fläche scheint zu reichen. Ich baue mal eben den Rest auf. Oh, mir fällt gerade auf. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich setze das alles hier so schön hin. Ich habe nichts umgewandelt. Oh, Mann. Ich kann nichts aufheben. Oh, nee. Das ist egal. Irgendwann kriegen wir die Einstellung hin, dass man das wieder aufheben kann. Ach, Mann. Puh. So, alles steht. Ich hoffe, dass man das dann alles auch mit dem Strom aus dem Stromgenerator betreiben kann. Ansonsten wäre das ziemlich blöd, wenn ich das jetzt noch alles umwandeln müsste. Aber das würden wir schon irgendwie hinkriegen. Benzin schon mal rein. Jetzt schließen wir den Aal mal an hier. Eine Steckdose vorne heran. Anmachen. Einschalten geht, weil ist ja S Plus. Einschalten ist auch S Plus. Wie sieht's hier aus? Oh, der Kühlschrank läuft. Da zieht sich halt nur so ein blödes Kabel da lang. Ja, damit kann ich aber leben. In der Industriegrille sagt, nee, oder was? So, ich sehe gerade, die brauchen Benzin beide, die laufen. Naja, jetzt kann man es einschalten. Wunderbar. Ich glaube, wenn das die S-Plus-Dinger sind, muss man das nicht machen. Ist egal. Passt, reicht. Wir können jetzt hier den Kühlschrank benutzen. Sehr schön, da schon mal das organische Polymer bitte rein. Willst du mich rollen, oder was? Warum kann ich denn das organische Polymer da nicht reinpacken? Hallo? Ja, bla 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 bla. Sehr giftig für den Menschen, aber das kann ich doch da reintun, oder nicht? Junge, was ist hier los? Kann ich da irgendwas anderes rein? Fleisch? Fleisch? Fleisch geht. Polymer nicht. Scheint auch so eine S-Plus-Sache zu sein. Haben wir wieder was gelernt. Hm. Ach, was mir gerade einfällt, wo ich mal das BMOD-Tor jetzt hier baue, ne? Es wurde gefragt, ob wir wieder die, wusstet ihr schon, mit diesen kleinen Dino-Informationen machen sollen. Am Anfang des Videos als kleines Intro könnt ihr jetzt mal oben auf dem i abstimmen, ob ihr dafür oder dagegen seid. Einfach mit ja, nein, würde ich sagen. Ja. Also natürlich, ne, wenn wir jetzt hier gegen einen Spieler spielen würden, der würde hier irgendwie mit einem Saber oder Wolf, könnt ihr springen und fliegt hier rein. Aber, da wird ja kein Dino jetzt dran vorbeikommen. Ja, so schlau sind die nicht. Sehr schön, haben wir das auch. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip einmal hier die ganze Geschichte stehen. Das werde ich wahrscheinlich nochmal durch S Plus austauschen. Da habe ich einfach nicht nachgedacht. Who cares? Damit es einfach alles funktioniert und hier vorangehen kann. Das Tor steht, wir haben unser Mammut und wir haben soweit eigentlich alles hier, um jetzt loslegen zu können. Das reißt. Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich jetzt nach meinem Verständnis züchten und Munition an Start kriegen. Weil wir brauchen Munition. Das heißt, es wird hier Holz verbrannt. Und es wird gezüchtet. Das ist so der Stand der Dinge. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Seht die Folge einfach als Folge 0.1 oder 0.2. Es geht bald so richtig los. Und dann lassen wir es so richtig in der Eishöhle krachen. Da habe ich ja schon richtig Bock drauf. Und die werden wir richtig auseinandernehmen. So richtig. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und